Wir sind immer noch in Salt Lake City, aber heute geht unsere Reise eigentlich richtig los, weil wir heute anfangen, die Nationalparks in Utah abzugrasen. Und Utah ist bekannt dafür, dass extrem viele Nationalparks hier nah beieinander liegen. Geile Bilder, hat vielleicht jeder auch schon mal im Fernsehen gesehen. Wir werden jetzt aufbrechen in den Arches National Park. Der Park hat über 2000 so Steinbögen und soll ziemlich cool sein. Gibt es verschiedene Hikes. Problem ist, wir müssen halt jetzt erstmal dahin fahren, 3,5 Stunden hier von Salt Lake City aus. Wird uns also ein bisschen Zeit kosten, aber ja, ich bin echt voll drauf gespannt, Mann. Wird sich lohnen. Hoffentlich. Gut, Lee bringt jetzt die ganzen Koffer runter. Alleine. Und dann geht's los. Wir sind jetzt im Arches National Park. Der Eintritt kostet $30 und das Ticket ist für 7 Tage gültig. Wenn man jetzt wie wir nur 2 National Parks besucht, rentiert sich nicht so ein, die nennen sich Annual National Park Pass. Das ist 1 Jahr gültig und kostet $80. Es rentiert sich aber für uns nicht, weil wir nur 2 Parks besuchen. Wir fahren jetzt rein in den Arches National Park. Was machen wir jetzt gerade? Na, wir sind. Sag mir doch vorher Bescheid. Wir sind im Arches National Park und fahren jetzt die Hotspots in dem Park an, wo wir denken, die sehr geil sind. Und der erste Punkt ist jetzt South and North Window. Ja. Sieht schon sehr, sehr cool aus hier. Ja, ist wahnsinnig geil. Ich muss mich echt total auf die Straße konzentrieren, weil du möchtest hier die ganze Zeit immer nur nach links und rechts schauen. Ja. Okay, los geht's. Auf dem Weg zum North Window, oder? Ja. Das ist der Tourette Arch. Komm, wir gehen erstmal links, oder? Ach, und er schämt sich für das Kameraband. Also das Kameraband ist echt nicht so der Knaller. Ist echt cool hier. Dieser Bogen ist der Knaller. Natur, Natur. Und richtig geile Fotomotive. Und wir haben gerade erst angefangen. Komm! Abfahrt! Mach mal nochmal so blöde. Nein. Komm, ganz kurz. Nein. Ganz kurz. So. Da geht's jetzt hin. Wie lang laufen wir ungefähr? 2,4 Kilometer ein Weg. Ja, eine halbe Stunde. Gut, das geht. Auf, oder? Anstrengend. Bisschen. Haben wir alles hier noch vor uns. Es gibt halt hier 2 unterschiedliche Personen. Eine, die den Rucksack trägt und die andere nicht. Ganz schön anstrengend. 1,5 Kilometer in 19 Minuten. Sport ist dann erledigt für heute. Ja, locker. Fast geschafft. Wir sitzen jetzt hier in so einem Bogen. Lee sitzt hier unten und da drüben ist er. Also wir laufen da jetzt rüber.
Aber hier geht es auch ordentlich weit runter. Na dann. Wir haben es geschafft, oder? Wir haben es geschafft. 40 Minuten sind wir gelaufen. Achtung, Schatz. Ja, ich sehe was. Komm. Jetzt und laufen da ist wir er. Wieder zurück. Ja. Also der Aufstieg lohnt sich auf jeden Fall, weil es echt cool ist hier. Eine Bombenaussicht über das komplette Valley. Oder, Hase? Ja, aber scheiße kalt jetzt. Ja, die... Kennt ihr diese Mimimi-Situation? In der befindet sich meine Frau gerade. Und die ist nicht kalt, ne? Ja, Leute, die Off-Season lohnt sich auf jeden Fall. Weil hier sind echt nicht so viele Leute, ne? Ja. Oder? Ja, ist vollkommen okay. Wir haben da drüben welche. Ich denke, dass im Sommer hier einiges mehr los ist. Und hier noch ein paar. Aber hier kommt ihr auf jeden Fall zu coolen Fotos. Ja. Ohne, dass euch tausend Leute im Weg stehen. Okay, wir laufen zurück, ne? Weil wir müssen wieder nach... Ja. Wollen wir vielleicht hinten noch was anderes angucken? Das war schon ein bisschen anstrengend, oder? Ja. Ja. Hat sich aber echt gelohnt. Ja. War ein cooler Trail. Wir sind jetzt nochmal, wie spät ist denn das Hause? Es ist ab 12. 12, wir sind jetzt so gegen 12 nochmal in den Arches National Park gefahren. Weil wir dachten, wir kriegen hier ein paar coole Sternenaufnahmen. Aber wir haben mal wieder die Rechnung ohne den Mond gemacht. Aber wir glauben, hier können wir trotzdem ein paar geile Aufnahmen machen. Mal sehen, was draus wird. Auf jeden Fall ist das ein bisschen gruselig. Ja. Weil hier ist wieder gar nichts. Das ist ein schnell.